Gut. Jetzt muss ich aufpassen, sonst sind 50.000 Seelen am allerwertesten. Das heißt, ich sollte hier schon ein bisschen aufräumen. Wow. Ich hasse es, wenn sie nicht instant sterben, sondern 0,1% Lebensbalken noch übrig ist. Du da, komm her. Na, dann eben auf die Weise. So, einmal Rache. Und zweimal Rache. So, du blöde Sängerin. We hear a song in the distance. You rescued a Milfinito, who was taken from us. Take this. We, Milfinito, thank you. Ein göttlicher Segen. You quelled that cursed singing. They may be of no use outside, but please, take these. Noch ein göttlicher Segen. When we sing, this. When we sing, this. Und jetzt sagt sie nichts mehr Neues. Also gut, sie hat uns dafür, dass wir die Milfinito im Schloss befreit haben, hat sie uns einen göttlichen Segen gegeben. Und dadurch, dass wir die Sängerdämonin getötet haben, hat sie uns einen weiteren göttlichen Segen gegeben. Ist doch nicht schlecht. Auch wenn ich göttliche Segen sehr selten benutze, wie gesagt. Hallo, Frau mit der Keule. So. Jetzt reisen wir erstmal nach Majula. Ich will die Seelen loswerden, bevor ich sie wieder verliere. Das wäre nämlich sehr ärgerlich. Ja, die ist ganz entspannt, so wie sie da rumhängt. So. Einmal aufsteigen, bitte. Zweimal im Wille. Und jetzt müssten wir eigentlich genug Willenskraft haben. Erstmal will ich ganz kurz gucken. Tipp. Für die große Heilung brauchen wir 28. Das heißt, ich müsste jede von denen dreimal würzen. Was ist eigentlich mit dem Sonnenlichtspeer? Den müssten wir jetzt eigentlich freigeschalten haben, oder? Ja, 22. Der braucht 42, der große. Das kann also noch eine ganze Weile dauern. Wie sieht es mit dem Schwertwunder eigentlich aus? Das braucht 36. Ja, das könnten wir auch ein bisschen runterwürzen. You've had quite a journey, I can see. You must have a glorious number. What a wonderful feat. Ja, die will wieder unsere Seelen. Miracles began. We preserve them. You must. Miracles. Isn't it extraordinary? Okay. Die gibt uns immer noch nichts. Ich glaube, dann war es 30 Willenskraft. Also ab einem bestimmten Willenskraftgrad gibt die uns irgendetwas. Beziehungsweise sie gibt uns die Rüstung, die sie anhat. Also so eine Version dieser Rüstung. Kriegen wir allerdings noch nicht. Gut, das heißt, ich werde jetzt Zauberwürzen gehen. Das ist ja kein Problem. Ich habe genug Gewürze dafür. Dass ich euch das auch mal zeigen kann. Dafür müssen wir hier an der Grenzbrücke wieder zu unserem Händler.
Das heißt, wir müssen uns durch ein paar Alone-Ritter wieder durchboxen. Übrigens müssen wir auch hier irgendwann mal uns das ganze Zeug von der Lava holen. Das hat allerdings noch etwas Zeit. Alone Ritterstülpen, von denen haben wir, glaube ich, schon welche. Au. Ja, stimmt. So, du warst der Erste. Jetzt kommt da gleich einer runtergerannt normalerweise. Genau. Genau, und der Bogenschütze, der fällt einfach runter und schießt uns wieder mitten ins Face. Okay. Hallo, Magworld. Well. Ich würde räuchern gerne. So, wir können die beiden Zauber auf jeden Fall räuchern. Bis auf 25 Runden. Oh, das zählt für beide. Gut zu wissen. Dann räuchere ich dich ein bisschen runter. Dich kann ich auch etwas runterräuchern. Ja, was anderes brauchen wir eigentlich gar nicht. Also räuchere ich dich mal auf 30 runter. Cheers. Ja, er sagt Cheers. Gut. Wäre das auch erledigt? Das heißt, wir können jetzt auf große Heilung wechseln. Nein, verbrennen nicht. Sondern große Heilung. So. Ist auf jeden Fall mächtiger als die medizinische Heilung. Aber hat hier nicht ihr volles Potenzial, weil ich sie halt runtergeräuchert habe. Ihr volles Potenzial kriegt sie wirklich erst, wenn wir auf 28 Willen sind. Oder drüber. Also ihr richtiges Potenzial. Also jetzt ist die große Heilung etwas abgeschwächt, weil wir nur 25 Wille haben. So, wir reisen jetzt wieder zum Aufstieg der Toten. Im Schrein von Amarna kurz. Hier ziehe ich mir jetzt mal den Flammquarzring an. Weil... Wow, hat mich der hier jetzt gerade wieder erschreckt. Weil hier hinter dieser Tür wird versucht Freund und dann versucht Hülle. Tod wird benötigt. Wagt es ja nicht. Jetzt. Ja, da ist mal wieder so ein Flammenschmetterling. Der Ting. Also so ein Instant-Secret-Flammenschmetterling. Die droppen immer was Nettes, wenn man sie findet und runterschießt. So, erstmal dich ausschalten. Ja, ein alter schimmernder Lebensstein. Das war wirklich nett von ihm. So, weg mit euch beiden. Den Sian-Ritter da hinten lassen wir erstmal noch in Ruhe, weil da geht's eigentlich weiter. Das hier ist eigentlich nur ein Nebengebiet. Deswegen auch die versteinerte Hülle. Und die Jungs kennen wir ja auch noch aus dem Erntetal. Die sind aber nicht das Schlimme hier oben. Sondern das Schlimme kommt jetzt gleich um die nächste Ecke. Genau, Vorsicht vor Pyromantie.
Ein Pyromant. Mal sehen, eine von der garstigen Variante. Mit Feuersäule und alles. Und ja, ich habe zum Glück den guten Flammquarzring an. So. Ich hatte die mal schwieriger in Erinnerung. Gut, willkommen am Schrein von Amana. Wie man sehen kann, hängen hier die Toten. Und eigentlich müsste hier noch jemand sein, genau. Mit ihr können wir reden. Milfinito, that is what we are called. Mm-hmm. My name. Do you mean our name? We know nothing of the outside world. We sing eternally for those who bear death and dark within themselves. We have been here forever. We know nothing of the outside world, and we do not need to. The little ones were born from the great dead one. And the great dead one taught us song. We have sung ever since. To comfort those bound by death and dark. This is what we were taught. We hear a song in the distance. You rescued a Milfinito who was taken from us. Ja, sie gibt uns einen Feuersamen. You silence that cursed singing. Please accept. Und einen göttlichen Segen kriegen wir von ihr auch. You poor thing. Take this at the very least. Und sie gibt uns ein versteinertes Etwas. Ja. The little one. And we have this. Mehr sagt sie uns nicht. Und ja, dieser Schrein hier. Das ist der Schrein von Amana. Jedenfalls nach meiner Vermutung ist das der Hauptschrein. Wenn man nicht menschlich ist, also so wie ich jetzt gerade, und kein einziges Menschenbild in der Lagerkiste oder seinem Inventar hat, das wird wirklich überprüft, kann man sich hier menschlich machen. Was ganz nett ist. Ja, hier unten warten weitere Pyromanten auf uns. Die will ich aber erstmal nicht anstupsen. Ich will erstmal wieder zurückgehen nach Majula. Denn laut meiner Uhr ist die Aufnahmesession fast wieder zu Ende. Also wir gucken beim nächsten Mal uns hier zu Ende um, bevor wir dann ins nächste Gebiet weitergehen. Also keine Sorge. Das heißt, wir werden den Pyromanten da oben nochmal töten müssen. Was jetzt irgendwie mit Airway besser klappt als mit meinem letzten Hauptschar. Vorher können wir mal kurz noch Sachen aussortieren. Wie die Sängerdämonenseele. Die Seele der Sängerdämonin am Schrein von Amana. Als diese Dämonin einen Appetit auf menschliches Fleisch entwickelte, wurde sie im Schrein von Amana eingekerkert. Doch die Zahl der Priesterinnen, die sich um den Schreiner kümmerten und die Kreatur besänftigten, hat abgenommen. Und ja, nutzt diese Seele. Für was Besonderes. So, wir haben ein paar glatteseitige Steine und ein versteinertes Etwas für die beiden Krähen. Wir hätten noch eine Estus-Flakor-Scherbe übrig, die wir dann verkaufen können bei Gavlan. Weil das habe ich euch noch gar nicht gezeigt, das kann ich euch jetzt noch schnell zeigen, bevor wir einen Cut machen. Dass wir den Istus-Flakon Max auf Max gebracht haben. Also nicht mehr auf 20, wie es im Dark Souls 1 der Fall war, sondern nur auf 12.
Essus-Flakor maximal verstärkt. Ja, gut. Also, dann gibt es jetzt einen Cut und wir sehen uns gleich wieder.